Vincenzo Grifo geht voran. Nach jahrelanger Suche scheint er seinen Platz im Profifußball gefunden zu haben. Ein italienischer Fußballnationalspieler beim SC Freiburg, das gibt es nicht alle Tage. Grifo ist einer von vielen Gründen, warum der Verein aus dem Breisgau gerade mal wieder oben mitmischt. Das ist mindestens so ungewöhnlich wie Grifos Weg ins Fußballgeschäft. Denn ein Bundesligaspieler von der Stange ist Grifo nicht. Während viele Profifußballer in Deutschland aus einem Nachwuchsleistungszentrum kommen, hat Grifo das Kicken quasi auf der Straße gelernt. Als Sohn von italienischen Eltern wächst Grifo in Pforzheim auf und verbringt jede freie Minute auf dem Bolzplatz. Dort hat er womöglich auch die Grundlage für eine seiner Spezialitäten gelegt. Allein in der Aufstiegssaison 2015/16 schießt Grifo 6 Freistoßtore im Trikot der Freiburger. Der Halbitaliener kann aber nicht nur Standards außerhalb des Strafraums. Seine ersten 10 Elfmeter in der Bundesliga verwandelt er alle. Sollte der Ball mal nicht ruhen, hat Grifo immer ein Auge für den Mitspieler. Zuletzt legte er in 4 Spielen hintereinander ein Tor auf. Ein weiterer Pluspunkt Grifos: Seit seiner Rückkehr zum SC Freiburg liefert er konstant Leistung ab. In der Kicker-Rangliste landete der offensive Außenbahnspieler zuletzt in 4 von 5 Fällen mindestens in der Kategorie nationale Klasse. Im Winter 2021 schaffte er es sogar in die internationale Klasse. Warum sich Grifo in Freiburg so wohl fühlt, hat unter anderem 2 Gründe. Der erste: Trainer Christian Streich verkörpert für ihn eine Art Vaterfigur. Dank Streich wurde Straßenkicker Grifo in der Abwehrarbeit und im taktischen Verständnis besser. Der zweite Vorteil: Von Freiburg sind es gut 150 Kilometer bis zu Grifos Elternhaus in Pforzheim. "Was mich pusht, ist meine Familie", sagte Grifo einst. Und solange dieser Push weiter anhält, mischt der SC Freiburg dank Vincenzo Grifo vielleicht noch länger oben mit.